Hallo und herzlich willkommen zu Der Spreewald erzählt. Ein neues Format mit spannenden Geschichten und Gesichtern aus dieser wunderbaren Region. Und heute in der ersten Sendung wollen wir uns der schärfsten Seite des Spreewalds widmen, dem Meerrettich. Und ich freue mich, dass ich bei Peter Franke, dem bekannten Spreewaldkoch, hier und bei seinem Chefkoch Daniel Noack zu Gast sein darf. Hallo Peter, wir wollen über Meerrettich sprechen. Dennis, ich freue mich drauf, weil die Erntezeit im Moment gerade im Gange ist. Wir unwahrscheinlich viel Meerrettich ernten, verarbeiten und wir heute hier veredeln. Und ein Tipp gleich zum Anfang, lieber Dennis, was wir alle heute umsetzen müssen, ist diesen wunderbaren Meerrettich, das ist das beste Penicillin. Das ist das Penicillin des Spreewaldes. Die beste Grippeschutzimpfung, die wir heute vornehmen, ist Honig mit Meerrettich gemeinsam vermehren. Okay, bevor wir vielleicht über verschiedene Rezeptideen sprechen, die du ja auf jeden Fall hast, noch mal ein bisschen was zu dieser tollen Wurzel, zu ja, diesem Gewächs, was ja vielleicht erstmal nicht so schön aussieht, aber ja wirklich eine... Auf jeden Fall ist jetzt Erntezeit, wir haben November, ja. Man sagt, wenn der erste Frost kommt, ist es perfekt dafür. Warum wächst dieser Meerrettich gerade auch unter anderem in der Spreewaldregion so gut? Wir haben das beste Mikroklima sowieso in Europa. Und der Spreewald ist aufgrund seiner kleinen Flächen, die er hat, und ein großer Freund von mir, Reinhard Mich, der mir unwahrscheinlich viel beigebracht hat zum Meerrettichanbau, auch Wilfried Baronik aus Burg hat mir unwahrscheinlich viel beigebracht. Und die haben gesagt, das ist dieser wunderbare Boden. Und dieser Spreewalder Meerrettich schlägt sogar den Wasabi. Wenn ich jetzt Lust auf Meerrettich habe und das zu Hause nachmachen möchte oder nutzen möchte und essen möchte, wir hatten gerade gesagt, es ist doch ein bisschen scharf. Wie kann man sich denn verfeinern? Also verfeinern kannst du einmal, so wie Peter jetzt gerade hat, wo wir schon gemacht haben mit Honig. Da ist er dann so süß scharf, wie jeder beim Asiaten mehr oder weniger ist, süß scharf. Ja. Dann mit, du machst jetzt mit Rote Beete. Rote Beete, okay. Rote die Beete. Ist ja eigentlich gar nicht so geschmacksvoll, oder? Doch, die ist schon sehr ehrlich, aber passt wunderbar dazu. Ist für jeden Veganer, Vegetarier und vor allen Dingen auch sehr, sehr gesund, weil hier viel Eisen drin ist. Okay. Und das Ganze reibst du jetzt? Das reibe ich auf der Vierkantreibe. Die hat ja eigentlich jeder zu Hause. Einfach fein runter, dann den Meerrettich dazu, vermengen das ein bisschen. Das Verhältnis 50-50? Oder ja, so ungefähr 50-50. So wie jeder es mag. Umso mehr rote Beete drin ist, umso milder wird er. Mhm. Und dann eignet sich das als Brotaufstrich? Genau, als Brotaufstrich oder... Ja, also man kann es als Brotaufstrich oder auch manche nimmt es so zum Snacken als Dip, also ja. So wie man es mag. Wenn ich hier reinschaue, sehen wir ein bisschen Möhren. Also man kann sich das auch mit Möhren mixen. Genau. Vom Geschmack her dann wahrscheinlich auch wieder ein ganz anderes Erlebnis. Wie lange hält sich das, wenn ich das fertig gerieben habe und für ein paar Tage aufbewahren möchte? Ist das also ein Problem? Im Kühlschrank abgedeckt, so ungefähr eine Woche. Also da passiert gar nichts. Wenn ich jetzt zu Hause diesen Wurzel so haben möchte, glaube ich, im Einzelhandel habe ich schwer. Wo kriege ich denn sowas? Also ich bin ein ganz großer Freund und Verfechter von dem Wochenmarkt. Ob Sie in Lübben, in Lübbenau, in Burg, beziehungsweise in Cottbus oder in Berlin, wo über 40, 50 Gemüseanbauer des Spreewaldes jede Woche nach Berlin fahren. Das ist ein Geheimtipp, liebe Berliner, da müsst ihr hin auf diese Wochenmärkte, wo unsere Spreewälder sind. Und die haben jede Woche jetzt den Meerrettich mit. Also das ist jetzt die perfekte Zeit, um diese wunderbare Wurzel zu kaufen, weil jetzt ist sie frisch. Das Beste, was man zu Hause machen kann, liebe Meerrettich-Freunde, man nimmt einfach ein Glas, tut Wasser rein, die Meerrettichwurzel und hat eine neue Grünpflanze zu Hause. Oder man schneidet dann immer wieder ein Stück ab. Da hält er sich immer frisch. Dann, da hält sie immer frisch. Und den Tipp nochmal, lieber Dennis, ist am besten, sage ich immer meinen Freunden, einfrieren. Wer zu Hause den geerntet hat, einfrieren und dann rausnehmen am Morgen, wenn es mittags Rinderbrust mit Meerrettichsoße gibt. Genau. Lieber Peter, eine tolle Frucht. Wurzel, ein tolles Gemüse aus unserer Region, dem Spreewald, mit besonderen Wirkungen. Und wer das zu sich nimmt, ich glaube, der ist mindestens für den nächsten Winter gewappnet vor Erkältung, oder? Das ist Gesundheit, die man schmecken kann. Das ist Essen als Therapie. Meerrettich ist unser Penicillin des Ostens. Und wir sollten ihn wirklich in jedem Haushalt, in jedem Kühlschrank, muss er drin sein. Es ist Pflicht.
Ja, uns drehen ein bisschen schon die Augen hier im Unkrautladen bei Peter Franke in Werben. Meerrettich, sonst esse ich ihn immer aus dem Glas. Heute mal frisch mit Honig gemixt. Ich probiere das jetzt mal. Oh, Peter, viel Honig ist nicht drin. Ist immer noch scharf genug. Auf jeden Fall lecker. Meine Augen drehen schon ein bisschen, aber Sie sollten es zu Hause mal probieren. Ist auf jeden Fall gesund. Und vor allem sollten Sie wieder einschalten, wenn es heißt, der Spreewald erzählt.